Was ist eine Forschungsfrage? Forschen bedeutet grundsätzlich, etwas Neues herauszufinden. Das heißt, wir stellen neue Fragen an bereits vorhandenes Material, auch an Literatur. Das heißt, wir können auch Dinge neu anschauen, die bereits vorliegen. Das kann alles sein. Das kann Evaluiertes sein, das kann, können neue Quellen sein, das kann auch ein Stein sein, eine Steinsammlung sein. Also wir suchen wirklich neue Fragen an vorhandenen. Das heißt aber auch, in der Regel gibt es eine Forschungsfrage, aus der sich weitere Fragen ergeben können, aber wir versuchen in der wissenschaftlichen Arbeit eine Forschungsfrage zu bearbeiten. Wir formulieren Forschungsfragen in der Regel in der Einleitung, weil wir damit auch schon einen Ausblick in die gesamte wissenschaftliche Arbeit geben. Eine Frage, eine Forschungsfrage bzw. die Antwort darauf, das würden wir dann These, Hypothese nennen, die gliedert uns die Arbeit, die gibt uns den roten Faden, also die Argumente, die uns durch die gesamte wissenschaftliche Arbeit führen. Was macht eine gute Forschungsfrage aus? Grundsätzlich, Forschungsfragen sind nicht Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Also das sind die klassischen W-Fragen, wer, wie, wann, wo. Ganz wichtig natürlich für Forschungsfragen, warum und wie sind Entwicklungen gewesen. Forschungsfragen müssen relevant sein, das heißt, wir können keine klaren Ereignisse abfragen. Wenn wir beispielsweise fragen, wann begann der Zweite Weltkrieg, am 1. September 1939, das wird eine sehr kurze Arbeit, wir können da auch nichts beweisen oder nicht beweisen. Ja? Forschungsfragen sollten also nicht zu allgemein sein, das heißt, Sie müssen überlegen, ist eine Forschungsfrage innerhalb einer Arbeit überhaupt machbar? Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Geschichte der Habsburger Monarchie abhandeln wollen, das wären 500 Jahre europäische Geschichte, das ist sicher viel zu viel für eine Forschungsarbeit. Forschungsfragen sollten aber auch nicht zu spezifisch sein, weil ich muss die Quellen kennen, ich muss die Kenntnisse haben, die Quellen zu bearbeiten, die Literatur zu bearbeiten. Beispiel wieder, wenn ich die Entwicklung des japanischen Comics in den 1980er Jahren bearbeiten will oder Fragen daran stellen will, kann ich Japanisch, habe ich diese japanischen Comics, die ich untersuchen will. Noch einmal, es geht immer darum, etwas Neueres zu erfragen, das heißt einen neuen Blick auf die Quellen zu werfen, auf die Literatur zu werfen. Das würde, auch hier wieder ein Beispiel, bei der Migrationsgeschichte zum Beispiel sein, die Menschen sind nicht nur weggegangen, sie sind ja auch wieder zurückgekommen. Was ist jetzt mit dieser Rückkehrmigration? Wozu brauche ich eine Forschungsfrage? Forschungsfragen brauchen wir, weil sie dem wissenschaftlichen Arbeiten einen Sinn geben. Das heißt, finde ich mit meiner Forschungsfrage, mit meiner wissenschaftlichen Arbeit etwas Neues heraus, trage ich sozusagen zum wissenschaftlichen Diskurs bei. Außerdem strukturieren Forschungsfragen die Arbeit, sie helfen uns, einen Fokus auf die relevanten Aspekte von dem Ganzen, was wir gefunden haben, zu finden. Sie helfen uns auch, Zeit zu reduzieren, weil wir uns auch schon bei der Suche nach Material, das unsere Forschungsfrage beantworten könnte, eben helfen, nur gewisses Material anzuschauen. Sie grenzen das Thema sehr klar ein im Idealfall und, wir haben es schon gehört, aber noch einmal, sie geben uns den roten Faden vor, eben im Idealfall mit einer These, Hypothese, das heißt, es ist diese Annahme als eine Antwort auf die Forschungsfragen. Die Argumente, die auf die Forschungsfrage folgen, sind sozusagen dann eben auch die Themen der Arbeit. Normalerweise gliedern wir die dann in Unterkapiteln. Wie finde ich eine Forschungsfrage, die dem Arbeitsaufwand, den ich leisten kann, gerecht wird? Das ist ganz das richtige Thema. Wichtig ist natürlich die Ressourcen. Was ist für mich greifbar? Das heißt, beherrsche ich die Sprache? Kann ich das Material haben? Ist es für mich jetzt auch vom Standort her greifbar? Muss ich reisen? Brauche ich also Geld, um irgendwo hinzukommen? Darf ich es überhaupt sehen? Also Copyright-Fragen sind zu klären. Darf ich es überhaupt angreifen? Wenn wir alte Quellen haben, wissen wir ja, das könnte auch ein Grund sein. Ganz wichtig, vielleicht ist es auch vorweg schon zu klären für meine Forschungsfrage, wie kann ich das thematisch so eingrenzen, dass ich die Quellen auch greifbar habe. Das heißt, dass ich zeitlich, räumlich mir hier Einschränkungen mache, die mir das ermöglichen. Aber auch, dass ich schaue, geht es institutionell, das heißt eben,
sind sie für mich greifbar? Und wirklich auch, welche Aspekte, welche Personen brauche ich, um das Material zu begreifen? Ganz wichtig dabei ist, wenn wir Forschungsfragen haben, wir müssen das Material auch analysieren, beherrsche ich die Methoden, die mir es erlauben, diese Forschungsfrage zu beantworten. Das klingt im ersten Moment einfach, aber es kann tatsächlich sein, dass wir hier sehr weitreichende Methoden brauchen, um das Quellmaterial, die Frage, die ich mir eigentlich stelle, mit dem Quellmaterial zu beantworten. Was sind mögliche Forschungsmethoden in der Arbeit mit historischen Zeitungen? Hier habe ich natürlich sehr verschiedene Methoden, die ich benutzen kann oder die ich eigentlich auch nutzen muss, um verschiedene Aspekte der beispielsweise Geschichtswissenschaften zu untersuchen, natürlich quantitative Herangehensweisen und qualitative Herangehensweisen. Das hängt jetzt sehr stark davon ab, was ich herausfinden will. Wir wissen ja, Zeitungen helfen uns sehr viele Fragen zu beantworten. Einmal natürlich Regionalgeschichte ganz wichtig, mikrohistorisch sind sie wichtig, Geschlechtergeschichte ist wichtig, aber auch Globalgeschichte. Und wir können auch nicht vergessen, vor allem für unsere primären Interessen, Familiengeschichte, Vereinsgeschichte, Geschichte von Städten, Dörfern, Organisationen, sind Zeitungen oft die einzige Quelle, die wir überhaupt haben. Aber nicht zu vergessen, auch in den Naturwissenschaften sind Zeitungen wichtig. Hier brauche ich natürlich ganz andere Methoden, um das anzuschauen. Naturwissenschaften beispielsweise, wie haben sich denn medizinische Begriffe im Laufe der Zeit verändert? Wie hat sich also medizinische Forschung im gesellschaftlichen Diskurs verändert? Also hier brauchen wir ganz andere Methoden. Und letztendlich versuchen wir natürlich, gesellschaftliche Diskurse uns anzuschauen. Diskursanalyse ist dann noch einmal eine weitere Stufe, wo wir mit quantitativen und qualitativen Methoden zusammenarbeiten müssen, um herauszufinden, ja, wie ist gesprochen worden über die Gesellschaft, über Politik, über Medien in den Zeitungen.